Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Zwei kurze Informationen für euch heute. Nummer 1 natürlich, das Deja-Lu-Event ist zu Ende und ihr könnt jetzt das Butterfly-Messer von Octane euch selber mit Erbstück-Splittern zusammenstellen. Und Punkt Nummer 2. Das Deja-Loot-Event, das wissen die meisten von euch sicherlich noch, sollte eine Testphase fürs Evo-Shield werden. Jetzt ist das Deja-Loot-Event zu Ende und Überraschung, damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Das Evo-Shield ist jetzt schon fester Bestandteil im Spiel, im Normal- und im Ranked-Modus. Das heißt, scheinbar scheint das Schild richtig gut bei der Community angekommen zu sein, sonst wäre es jetzt nicht fester Bestandteil. Lasst euch natürlich gerne in den Kommentaren aus, ob ihr das noch immer so overpowered findet, noch bevor das Schild überhaupt mit dem Event reinkam. Da hatten nämlich viele die Befürchtung, dass das zu krass sein könnte. Ich habe es ausgiebig getestet, ich sehe das nicht so. Im Endfight kommt das natürlich öfter vor, dass man auf einen Gegner stößt, der das Evo-Schild maximal gelevelt hat. Aber so overpowered finde ich es tatsächlich nicht. Ich würde nach wie vor immer noch ein goldenes Schild dem vollgelevelten Evo-Schild vorziehen, denn deutlich schneller Schildzellen und Lebenspunkte heilen ist einfach mehr von Vorteil als 25 Lebenspunkte. Natürlich hat man feststellen können, gerade mit Snipern wie der Charge Rifle, kriegt man relativ schnell das Evo-Schild auf Stufe mindestens lila, sage ich jetzt mal. Aber dennoch ist das Goldene deutlich besser. Wie gesagt, lasst euch in den Kommentaren mal aus, was ihr von der Änderung haltet. Ich jedenfalls finde es richtig geil. Das soll es mit den Informationen schon wieder gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren auch gerne wissen, wie ihr die Informationen fandet. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.